Minecraft, Markus da und damit ein wunderschönen guten Tag. Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und heute, meine werten Damen und Herren, starten wir nicht neben unserer atemberaubenden Brücke, sondern heute machen wir was ganz Besonderes. Habe ich schon mal gesagt, dass wir etwas ganz Besonderes machen? Oh ja, das stimmt. Wir machen nämlich etwas ganz Besonderes. Denn heute, meine werten Damen und Herren, geht es um ein atemberaubendes Experiment. Habe ich schon mal erklärt, dass es atemberaubend ist? Ja, denn in der heutigen Folge könnt ihr auch mal was von Minecraft lernen. Denn ich habe hier nämlich gerade eben in der Stadt ein bisschen durchgesehen und bemerkt, dass der gute alte Elman, ich glaube, der wohnt doch, warte mal, hier wohnt doch irgendwie der Elman drin, ja, hier wohnt der, nee, der Erik wohnt hier drin, ja, der hat 2 Soul Sand vor seiner Tür stehen und da habe ich mir gedacht, ich gönne mal dem Erik hier mal ein bisschen Pause mit diesem Soul Sand und packe ihm mal hier ein bisschen Cobblestone hin, so dass er sozusagen hier, ne, ein bisschen Cobblestone am Start hat. Vielleicht können wir ihm hier nochmal so einen Schneeblock hinpacken und dann machen wir hier den Schneeblock so hin, ja, damit das nicht bemerkt, machen wir hier so einen Schneeblock hin, easy, ja, das sieht 100% safe aus, der wird es eh nicht merken, dass sie nicht mehr da sind. Deswegen, denn wir brauchen nämlich diese wunderschönen guten Blöcke, die wir gerade eben abgebaut haben, um euch ein Experiment zu zeigen. Denn die meisten Minecraft-Spieler wissen gar nicht, wie langsam man eigentlich laufen kann, ja? Das allerlangsamste, was in Minecraft geht von Laufen her, ist, wenn man Soul Sand auf das Eis hier drauf packt, ja? Und wenn man dann auf dem Soul Sand draufläuft. Denn irgendwie überträgt sich das Eis auf den Soul Sand oder irgendwie ist man dann auf diesem Ding so mega langsam. Ja, das ist super langsam, wenn man hier drauf läuft, ja. Normalerweise ist es ja bei Soul Sand so, dass man da schon langsam drauf ist. Aber wenn man wirklich mit auf Eis nochmal drauf läuft, dann verlangsamt sich das nochmal ums Doppelte, ja. Das ist so ein kleiner Fun-Fact, den ich euch nebenbei nochmal sagen kann. Den habe ich nämlich mal von einem Klassenkameraden mitbekommen. Der hat mir nämlich gesagt, Roman, also wusstest du eigentlich, dass man, wenn man Soul Sand auf Eis platziert, noch langsamer läuft als normal? Da habe ich mir gedacht, oh nein, das habe ich doch nicht gewusst. Und dann hat er mir das gezeigt. Jedenfalls kann man dann hier noch sneaken, dann läuft man noch langsamer. Und das aller langsamste ist, wenn man sich jetzt noch einen Bogen baut, ja, und mit dem Bogen noch gleichzeitig zielt, sneakt und über diese Plattform hier läuft, ja, dann ist man so langsam, dann kommt man, glaube ich, erst in einer halben Stunde auf der anderen Seite an. Jedenfalls, ja, davon jetzt erstmal genug mit den Fun Facts. Heute geht es natürlich wieder um was ganz Besonderes, ja. Die Wertesten aller Wertesten auf Twitter haben mich wieder mal ein paar Fragen gefragt, ja. Weil ihr Leute, ihr seid ja alle irgendwie so ein bisschen verrückt und so nach Fragen. Ihr fragt mich immer super gerne Sachen irgendwie. Roman, wie geht denn das? Wie geht denn hier das? Und da hat mich jemand, der heißt Illu, warte mal, ich hoffe mal nicht, dass der Illuminati oder so heißt. Er hieß Ilius, ja. Ilius fragt mich nämlich. Sag mal, Roman, wie hast du eigentlich Flo kennengelernt? Und wirst du eigentlich auch mal endlich mal mit anderen YouTubern aufnehmen, außer mit Flo? Es sieht so aus, ja. Ich kann euch eine ganz leichte Frage beantworten, ja. Ich persönlich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, dass YouTuber sein nicht mein Beruf ist und ich auch nie ein YouTuber als Beruf sein möchten tun wollen, ja. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich möchte nie ein YouTuber werden von Beruf her. Ich möchte einen normalen Beruf erlernen, der halt eben wirklich der cooler ist, ja. Weil, was heißt hier cooler? Also YouTuber sein ist für mich kein Beruf, ja. Das ist für mich ein Hobby, was ich super gerne mache und deswegen habe ich jetzt auch noch ein kleines Dings hier, ein kleines Fazit nochmal hier bezüglich diesem, ja, wieso nimmst du eigentlich nicht mal mit anderen YouTubern auf? Das Problem dahinter ist, ja, wenn du wirklich YouTube nicht als Beruf machst, ne, und YouTube auch gerne mal so einfach nur als Hobby machst, ja, mit Freunden und so, dann sieht es so aus, dann brauchst du gar keine Aufnahmen mit anderen YouTubern, weil ich kann euch mal erzählen, so als YouTuber hat man ja meistens immer mal öfters hier diese Partneraufnahmen und so ein Zeug, aber das ist wirklich das Allerschlimmste, was man sich wirklich vorstellen kann, diese Partneraufnahmen. Denn diese Partneraufnahmen bestehen meistens immer darin, wenn man mit einem fremden YouTuber aufnimmt, dann sieht das meistens immer so aus, ja, dass es wie so eine Business-Aufnahme ist, ja. Man sagt, yo, lass mal zusammen Dings aufnehmen mit einem anderen YouTuber zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur zu einem YouTuber gehen würde und sagen würde, yo, lass mal zusammen aufnehmen, dann vermischen wir unsere Communities und holen uns noch mehr Abos raus, ja. Das machen manche, ja. Und das ist für mich so, wie soll ich sagen, nicht so cool. Ja, ich mag das nicht so, diese Business-Sachen. Das ist wirklich so kaltherzig, weißt du? Ich möchte nämlich, wenn ich nämlich aufnehme, möchte ich mindestens mit Leuten aufnehmen, mit denen ich Spaß habe, ja? Ich habe zum Beispiel mit Flo Spaß, weil Flo halt ein Dödel ist und das macht halt super Spaß, mit Flo aufzunehmen. Und mit Lars oder so, ne, das ist der gute alte Lars, den habe ich ja damals schon kennengelernt, als ich 300 Abonnenten hatte und das ist auch ein guter Freund von mir. Deswegen nehmen wir alle zusammen auf und haben da Spaß daran, ja? Flo, ich und Lars sind sozusagen wirklich, wenn wir zusammen aufnehmen, haben wir wirklich Spaß, ja?
Aber diese Business-Aufnahmen, so wie man das halt eben kennt, leider aus YouTube, ist halt eben wirklich so, das ist so kalt, ja? Da trifft man sich, yo, hi, was geht? Lass mal eine Runde Survival-Game spielen, Alter. Dann laden wir es zusammen hoch, easy peasy, lemon squeezy und dann Abos scheffeln. Ist nicht so mein Ding, ja? Ich muss sagen, das macht mir keinen Spaß, ja? Also ich möchte wirklich mit Leuten nämlich aufnehmen, mit denen mir das wirklich Spaß macht. Ich bin da nicht so dieser Business-Mensch. Ich möchte auch YouTuber nicht als Beruf machen oder sowas. Ich möchte wirklich einfach nur Spaß dran haben. Und das habe ich auch. Und solange ich Spaß an dieser Sache hier habe, desto länger kann das für mich funktionieren. Weil wenn ich wirklich keinen Spaß mehr habe, irgendwie YouTube zu machen, dann ist das auch nicht irgendwie das Richtige. Und irgendwie scheitert es dann auch bei manchen Leuten irgendwie in manchen Sachen, ja. Also deswegen werde ich wahrscheinlich so, also höchstwahrscheinlich könnt ihr mal nicht erwarten, dass hier irgendwelche riesen YouTuber oder so, dass die mit mir aufnehmen werden oder andere YouTuber, die ich halt eben nicht kenne, ne, wird nicht passieren, ja. Einfach aus diesem Grund. Selbst ich kann euch sogar sagen, wenn ich sogar eine Anfrage bekommen würde, ja, von einem YouTuber, der, sagen wir mal, 8-mal so viel Abos hat wie ich, ja, ich würde nein sagen. Einfach aus dem Grund, weil ich ganz genau weiß, dass dieses Video für mich, ja, wird's kacke sein, ja. Das heißt, für die Zuschauer kann es vielleicht gut sein, aber für mich ist super wichtig, dass das Endergebnis für mich, ja, gut ist. Das heißt, ich möchte halt eben, dass das Video gut ist. Und wenn ich da irgendwie aufnehme und da selber nicht zufrieden bin und das nur mache, um irgendwie Bekanntheit oder sowas zu bekommen, dann möchte ich das nicht, ja. Das ist einfach wirklich so eine Sache, das muss man wirklich einsehen. Und ich muss sagen, unsere Hütte sieht inzwischen richtig cool aus, ja. Wir haben hier zum Beispiel Dingsabumser jetzt eine gerade Fläche und auf der anderen Seite auch. Und das ist jetzt so wirklich mega cool gehalten. Und nochmal als kleine Geschichte, wie ich Flo kennengelernt habe. Flo habe ich so kennengelernt, als ich irgendwie, warte, ich sag's dir gleich, 700 Abonnenten hatte, habe ich bei Flo gesehen, dass er sich ein Mod installiert hat, mit dem er mit einer Rakete ins Weltall geflogen ist. Dann habe ich ihm per Privatnachricht geschrieben, yo, Alter, ich möchte mit dir zum Weltall fliegen, peace out. Und so haben ich und Flo uns kennengelernt. Danach haben wir uns in Skype ausgetauscht, da haben wir ein bisschen gelacht, dann hat mir Flo irgendwann mal gezeigt, wie man Mods installiert und so. Und das fand ich super witzig. Und da entstand dann sozusagen eine Freundschaft, wo man halt eben wirklich zusammen angefangen hat, YouTube-Videos zu machen. Und bis heute hin, ich glaube 2 Jahre sind es schon, machen wir die ganze Zeit YouTube-Videos und haben immer noch Spaß bei der Sache und haben uns bis heute immer noch nicht getrennt, ne? Das ist wirklich cool. Also ich und Flo, wir haben wirklich zusammen wirklich viel Spaß, YouTube-Videos zu machen. Und das ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste, was man nicht vergessen hat. Deswegen nochmal als kleine Info, erwartet nicht, dass ich irgendwie mit neuen YouTubern was aufnehme und dass da jetzt irgendwie so neues Blut sozusagen reinkommt. Das einzige Neue, was jetzt da ist, ist Lars oder so, ne? Der Lars macht jetzt öfters mal mit bei Rollercoaster Times. Aber bevor ich jetzt wieder zu viel erzähle über meine ganzen Weltgeschichten, die ich euch immer an den Kopf knalle, wir haben doch noch was Wichtiges zu tun, Leute. Denn wir müssen ja mit dem wertesten aller wertesten Herren Borat reden, weil in der letzten Folge haben wir dem Borat seinen Ring zurückgegeben, den er ja sozusagen verloren hat, während einem Schiffangriff, wo ihn die Goombas angegriffen haben. Aber das könnt ihr auf jeden Fall in der letzten Folge wieder sehen, wie das war, ne? Deswegen gehen wir jetzt erstmal zu Borat und checken mal aus, was bei denen so geht, ne? Also, Borat, ich hoffe mal, dass du irgendwie nicht mehr so böse bist. Also, ich kann dir was anbieten. Ich schmeiß dir mal eine Karotte hier über das Dings da drüber, ne? Vielleicht gefällt dir das, ja? Weil ich bin mir da nicht sicher, ob da vielleicht, ne? Ob dir das irgendwie, ob du da Hunger hast oder so. Nein? Captain Borat, bist du... Oh, der Name ist grün! Er ist freundlich geworden. Ich glaube, er hat gesehen, dass wir ihm den Ring gebracht haben. Oh, yeah! Hi, Borat, ich bin Roman. Du warst das? Unglaublich, dass du die Goombas besiegt hast. Sie haben mich damals in meinem Piratenschiff einfach überrumpelt. Wie kommt es dazu, dass du hier bist? Naja, also mir wurde damals versprochen, auf Gawai zu kommen und dann hat mich der Reiseleiter als Dummkopf beleidigt und jetzt bin ich hier gelandet. Es ist etwas länger, die Geschichte. Wow. Das klingt sehr tragisch, fast so tragisch wie die Geschichte, die mir und Marie passiert ist. Als ich mein Schiff und ihren Ring verloren habe, begann es mit der schlimmsten Zeit meines Lebens. Ich zog in dieses Iglo und hoffte darauf, wieder ein Pirat zu werden, aber es klappte einfach nicht. Könnte ich vielleicht deinen Platinum-Block bekommen? Ich weiß, diese ganzen Sachen, die du mir erzählst, sind sehr sentimental und so, aber ich bin ja eigentlich nur hier, um hier wieder wegzukommen, ne? Deswegen könntest du mir vielleicht den Platinum-Block geben? Das wäre sehr nett, muss ich sagen. Mein Platinum-Block? Das ist der einzige Block, der mir noch übrig geblieben ist. Ich habe gehofft, vielleicht davon ein neues Boot kaufen zu können. Aber leider interessiert sich niemand für diesen Block. Vielleicht liegt es doch einfach daran, dass ich ihn irgendwo in einer hässlichen Höhle gefunden habe. Du hast ihn nicht in einer hässlichen Höhle gefunden, Borat. Du hast ihn nämlich Mario geklaut, ja? Mario braucht diesen Block, um die Türen da zu öffnen, diese Eistüren.
führen? Mann, Borat! Doch, ich interessiere mich dafür. Ich besorg dir ein Boot, okay? Wir machen so, ich besorg dir ein Boot und du gibst mir einen Platinum-Block und dann machen wir das, okay? Wow, das würdest du wirklich für mich tun? Ich wäre dir sehr dankbar. Ja, weil mir ja klar, dass es dir super dankbar sein wird, ja? Weil das Problem ist, ich hol dir jetzt ein Boot und was gibst du? Einen Platinum-Block, ja? Das ist ja mal der beste Trade für mich, ja? Ich bin einfach der Beste. Und als Dankeschön, dass ich dir den Ring hier gebracht habe, das juckt dich ja nicht, ne? Du heulst ja die ganze Zeit nur herum, dass Marie nicht da ist. Schön, Borat, du führst ja ein wunderschönes Leben, du Piratin im Iglo. Oh, Mann. Jedenfalls, warte mal, was können wir jetzt machen, um ein Boot zu holen? Warte mal, ich frag mal den Bürgermeister. Der Bürgermeister weiß, glaube ich, immer Bescheid bei solchen Sachen. Elmen, der Bürgermeister. Achso, übrigens, nochmal Fun Fact. Viele Leute wissen gar nicht, dass die Stadt hier Zopfen heißt. Ja, Zopfen ist wahrscheinlich irgendwie eine Abwandlung von Zapfen, ja? Aber, ne, versteht man. So, was sagt denn der gute alte Elmen dazu? Weißt du, woher ich ein Boot bekommen kann? Nun ja, einen Laden für ein Boot oder ähnliches gibt es nicht. Theoretisch könntest du aber mal beim Weihnachtsmann vorbeischauen. Dieser könnte dir vielleicht deinen Wunsch erfüllen. Smiley. Alter Vater, du bist der Erste, der ein Smiley schreibt. Was geht mit dir ab und wo finde ich den Weihnachtsmann? Warte mal, der Weihnachtsmann ist doch mal irgendwann mal abgestürzt oder so, ne? Da waren ja mal diese Rentiere dort hinten oder sowas in der Art. Aber irgendwie, warte mal, das war hier hinten, ne? Da war aber auch dieses Schaf. Muss ich sagen, ne? Dieses Schaf war da unten eingesperrt, was wir ja damals suchen mussten. Alter, wenn ich mal überlege, mussten wir richtig viel Sachen machen. Also hier dürfte der abgestürzte Dings sein, ne? Da unten war das Schaf, was wir befreit haben. Und hier oben drauf waren die zwei Pferde. Problem dahinter ist aber, wo ist jetzt der richtige Weihnachtsmann? Oh, ach so, stimmt! Der fliegt ja da oben in der Luft. Na klar, wie hätte ich das denn nur vergessen können? Aber wir haben ja auf jeden Fall Glück, weil wir haben ja den 9.11.2015, an dem ich das hier aufnehme. Und ich muss schon sagen, vielleicht kriegen wir ja den Weihnachtsmann umgestimmt, dass er uns vielleicht ein paar Boote spendieren kann. Also wenn er schon mal mehrere Boote spendieren kann und das nicht an Weihnachten, dann passt das eigentlich. Wobei, ich weiß halt eben nicht, wie Weihnachtsmänner drauf sind, wenn gerade nicht Weihnachten ist. Also ich weiß ja jetzt nicht, ob ihr schon mal euer Weihnachtsgeschenk nicht an Weihnachten bekommen habt, aber ich werde wahrscheinlich jetzt ein bisschen mit dem Weihnachtsmann darüber reden müssen und der muss mir wahrscheinlich mal erklären müssen, wie das denn hier alles funktioniert, weil irgendwie sieht es mir irgendwie nicht so ganz geheuer aus, wenn wir jetzt einem Weihnachtsmann auf den Schlitten einbrechen und ihn zur Tat strecken, ja. Wobei, ich bin mir ja nicht mal sicher, ob er überhaupt zu Hause ist, wenn man das überhaupt zu Hause nennen kann. Wohnt der Weihnachtsmann eigentlich auf einem Schlitten? Nein, gell? Der hat doch seine Weihnachtsfabrik, oder? Ich und Flo waren sogar mal in der Weihnachtsfabrik von ihm, haben dort Lucky Blocks aufgemacht, sind dann aber mehrmals gestorben. Das war eine witzige Geschichte. Warte mal. So, erstmal hier gucken. Alter, der hat Beacon-Blöcke. Guck, und da soll doch mal jemand sagen, dass der Weihnachtsmann nicht reich ist, ja? Der Typ, das ist ja mal mega krass, Alter. Weihnachtsmann, und der Weihnachtsmann, der ist riesig groß, Alter. Hallo, Weihnachtsmann. Alter, Vater, ein kleiner Wunsch geht bei mir gerade in Erfüllung. Ich muss sagen, ich war noch nie so nah an einem Weihnachtsmann dran. Okay, ganz ruhig bleiben, Roman. Hallo, Weihnachtsmann, mein Name ist Roman und ich, wie soll ich sagen, ne, ich brauche ein Boot. Ah, es ist so schön, mit einem Weihnachtsmann reden zu können. Und hier sind die ganzen Rentiere. Hallo, Weihnachtsmann. Ho, 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 was gibt es denn, mein Kleiner? Es ist doch noch gar kein Weihnachten. Womit kann ich dir denn helfen? Ich brauche ein Boot und das leider vor Weihnachten. Ich weiß, normalerweise kriegt man ja keine Boote vor Weihnachten und sowas, weil ich ja auf Weihnachten warten muss, aber ich brauche es jetzt. Das ist ja, tut mir leid, Weihnachtsmann. Oh, ein Schiff möchtest du jetzt auf der Stelle haben? Naja, wenn gerade kein Weihnachten ist, herrschen andere Regeln. Das ist dir klar, oder? Oh Mann, also ich muss schon sagen, das hört sich irgendwie nicht so gut an, weil irgendwie klingt das nicht mehr so weihnachtlich, ja? Weil normalerweise an Weihnachten ist der Weihnachtsmann viel netter, aber irgendwie vor Weihnachten ist der Weihnachtsmann super geizig. Sag mal, welche Regeln denn, Weihnachtsmann? Jeder, der vor Weihnachten sein Geschenk haben möchte, muss sein Zuhause an mich abgeben. Du kannst mir gerne eine Wohnungstour anbieten, dann kriegst du dein Schiff. Wohnungstour anbieten. Was? Der Weihnachtsmann will für ein vorzeitiges Geschenk mein Haus. Sag mal, bist du dir sicher, dass du nicht den falschen Namen trägst?
Oder heißt du irgendwie mit Zweitnamen Norbert oder sowas in der Art? Nur so nebenbei, also so als kleine Frage. Es klingt nämlich irgendwie so ein bisschen danach, dass du irgendwie darauf ab bist, mein Haus abzuziehen, was ich gerade eben noch was? Ist egal. Ich ziehe hier sowieso aus, ja? Ich werde hier sowieso nicht mehr lang bleiben. Ich brauche nur noch den Platinblock und dann ziehe ich hier ab. Komm her, Weihnachtsmann. Hier, ich brauche ein Boot, welche Regeln Wohnungstour anbieten. Bam, okay, bam, hire. So, na dann los. Lass uns doch mal die Wohnung anschauen. Ja, komm mit, Weihnachtsmann, Alter. Du bist mir auch so einer, ey. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin super witzig. Ich klaue jetzt Romans Wohnung für ein Schiff, weißt du? Und jetzt müssen wir dem Weihnachtsmann zeigen, wie unsere Wohnung aussieht. Super, ja? Da habe ich mir mal wieder was Schönes eingebrockt, ja? Wir sind jetzt im Wasser. Komm jetzt mit, Weihnachtsmann, Alter. Schön, dass du auch so schnell bist, ja? Sag mal, wie bist du? Ach, egal. Ich frag gar nicht mehr nach, ja? Ich sag dir jetzt meine Wohnung. Du ziehst sie mir ab und danach gibst du mir einfach ein Boot, okay? Und das Boot gebe ich dann einfach dem guten alten Borat weiter und dann kann ich hier einfach weggehen, weil das Problem ist, ich war jetzt schon so lange nicht mehr zu Hause und ich weiß nicht, was da passiert ist, Alter. Komm jetzt mit, Weihnachtsmann. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin 55er Bizeps gebaut, Alter. Also, hier siehst du mein Haus von außen. Das ist ein wunderschönes Haus, eine wunderschöne Immobilie. Ich persönlich wollte es eigentlich nie so weit kommen lassen, aber du kannst dir gerne meine Brücke anschauen, in der ich sehr viel Liebe reingesteckt habe, ja? Hier, du kannst auch gerne mal reinkommen. Hier die Eingangstür. Ich weiß jetzt nicht, ob du hier reinpasst, ja? Weil du bist ja ein bisschen breiter, als der Türsteher eigentlich erlaubt. Weihnachtsmann, kommst du? Hier ist die Tür. Du, oder willst du dir das jetzt noch weiter von außen anschauen? Wo bist du denn jetzt wieder hin, Weihnachtsmann? Bist du jetzt gerade drinne? Oh nein, Weihnachtsmann, was tust du denn wieder? Oh, ist der hier oben? Ist er schon auf dem Balkon? Nee, gell? Hier, pass auf, Weihnachtsmann, komm mit. Hier. Einfach hier hoch, genau, und jetzt kannst du hier diesen Brückeneingang benutzen. Den haben wir nämlich auch. Genau, Weihnachtsmann. Super läufst du da herum. Du schaust ja so den Garten gerne so an, ja? Also, pass auf, du hast dann hier nochmal einen zweiten Raum, ne? Das ist wunderschön hier, der Raum. Weihnachtsmann, kannst hier weiter dann wohnen, mir sozusagen mein Haus abziehen für ein Boot, ja? Okay. Weißt du was, Weihnachtsmann? Schau dir doch dein Haus selber an, ja? Währenddessen der Weihnachtsmann sich also dieses Haus hier weiterhin anschaut und sich beraten lässt, ob er das jetzt nehmen möchte oder nicht und sich jetzt neben mich stellt und mit mir diese Abmoderation macht, schauen wir nochmal vorbei, wie das denn jetzt aussieht. Hoffentlich nimmt er dann einfach unser Haus und gibt uns ein Schiff, ja? Und dann können wir endlich diese ganzen Sachen hier beenden, Mann. Aha!